Wie gesagt, man muss natürlich die Privatzeit ist die wichtigste. Und sobald ich quasi aus der Tür rausgehe, muss ich es aufsaugen. Also alles, jede Bewegung in Salzburg, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, aha, da ist was Neues, oder wenn ich Richtung Salzkammergut fahre, okay, Lichtbratl, Montag, so Dinge, aha, da ist jetzt wieder Bergmess, solche Dinge. Man muss immer die Augen und Ohren offen haben. Also wie gesagt, mein Tag fängt in der Früh an, der Lokalteil der SN, dass ich weiß, okay, was wird in der Stadt heute Besonderes geboten, dass man wenigstens weiß, weil der Breiker internationale Presse, Apothekennotdienste, solche Dinge lese in der Früh schon aus dem Lokalteil und dann kann ich schon kommen, okay, die ersten Dinge weiß ich, was in Salzburg passiert ist. Das andere kommt dann im Radio, dass man sagt, international, was ist passiert, dass man weiß, okay, wie ist die Gästetendenz, was ist wieder passiert oder was ist momentan der Tenor oder Tendenz und das sind einfach so Dinge, dann bin ich schon mal für einen Tag gerüstet, also das ist so mein tägliches und dann muss man natürlich Ausflüge, man muss interessiert sein an der Natur, ich sag, das ist unser Schwerpunkt, dass man sagt, wir sind in einer so intakten Natur, Wanderungen, also ich bin jetzt kein Hochalpiner, aber natürlich schaut man, dass man alle 14 Tage irgendwas Neues in seine Agenda mit aufnimmt, dass ich sage, aha, jetzt habe ich wieder das gelernt, was ich gerne auch dann mit gutem Gewissen Gästen empfehlen kann, weil ich selber gesehen habe, selber erlebt habe und weiß, okay, links, rechts gehen, also da ist man, fühlt man sich einfach viel sicherer. Also das bringt natürlich die Erfahrung mit sich, dass man sagt dann, okay, ich habe es selber gemacht, ich weiß, was die Gäste erleben werden oder bin dann auch ein bisschen skeptisch, wenn ich sage, okay, ich würde vielleicht was anderes machen, weil ich weiß, dass das mehr Spaß bringt oder einfach ein anderes Erlebnis wird. Es geht ja um das Erlebnis. Inzwischen geht es ja nicht ums Hotel, sondern um Erlebnisse, um Erinnerungen zu schaffen. Also das ist ja immer das, dass man sagt, okay, was war am Fuschelsee, da sollen einfach immer positive Erlebnisse dann in Erinnerung gebracht werden und die dann einfach ja, geteilt werden und neue Gäste bringen. Das ist immer das.